In Wilnsdorf-Anshausen kam es am Freitagabend um kurz nach 18 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Das dort lebende Paar konnte das Haus selbstständig verlassen, der Hausherr alarmierte Feuerwehr und Polizei. Durch mehrere Löschzüge der umliegenden Gemeinden wurde der Brand im Obergeschoss rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Neben dem unmittelbaren Feuerschaden im ausgebrannten Flur entstand durch den Ruß und eine geplatzte Wasserleitung weiterer Schaden, der das Haus unbewohnbar machte. Die 55-jährige Frau wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine glimmende Zigarette in einem Mülleimer Ursache des Brandes. Der Gesamtsachschaden wird voraussichtlich deutlich über 10.000 Euro liegen.